Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es um eine Reaction gehen. Und zwar auf einen Beitrag Deutschland im Ernstfall, wie sicher ist unsere Energieversorgung aus der ARD-Mediathek. Ich habe vor Monaten, vielleicht ist das auch schon über ein Jahr her, mal ein, zwei Reactions gemacht. Aber plötzlich kam dann das, was des Öfteren in dieser Branche so passiert, also in der Reaction-Branche, dass nämlich Copyright-Anforderungen direkt von YouTube erkannt worden sind und deswegen das Video gar nicht veröffentlicht werden konnte, also das zweite oder dritte. Und da dachte ich mir, na gut, ich habe über eine Stunde Aufwand reingesteckt und dann hat tatsächlich ein öffentlich-rechtlicher Sender gesagt, nee, wir wollen gar nicht, dass solche Reactions da auf unsere Videos gemacht werden, also habe ich damit aufgehört. Aber jetzt will ich mal einen zweiten Anlauf probieren und um jetzt hier nicht zu viel Zeit vergehen zu lassen, weil das Video selbst ist eine Dreiviertelstunde lang. Diese Doku, auf die wir jetzt reagieren würden, ja, da sollte ich jetzt mal lieber loslegen. Ich vermute auch, wir werden, weil ich ja immer mal wieder unterbreche und meinen Senf dazugebe, werden wir das in zwei Videos aufteilen müssen, weil sonst ist das hier ein zweistündiges Gesamtvideo. Das muss ja auch nicht immer sein. Also legen wir mal los. Shoutout an ARD Wissen von der ARD Mediathek. Ich werde auch den Originalbeitrag verlinken. Deutschland im Ernstfall. Wie sicher ist unsere Energieversorgung? Eine warme Dusche, Licht auf Knopfdruck, Hightech-Medizin im Notfall. Für die meisten von uns ist das selbstverständlich. Dabei klappt all das nur, weil sehr viele, sehr unterschiedliche kritische Infrastrukturen es ermöglichen. Vom Kraftwerk bis zum Krankenhaus. Genau, kritische Infrastruktur kann man schon mal einschlagen. Auch als Kritis benannt sind jetzt Infrastrukturen, also ja, in unserem Fall Leitungen, Stromleitungen, Gas, Pipelines oder auch natürlich die Wasserleitungen, Wasserrohre, Fernwärmerohre. Durch die wir eben wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge organisieren können. Die Netzbetreiber sind dann eben die Betreiber von kritischer Infrastruktur und dementsprechend in der Lage und der Position, zentral wichtige, ja, eben solche Infrastrukturen zu sichern, zu bauen, zu betreiben und dann eben auch zu schützen. Und es gibt hier sicherlich auch ein Stück weit um IT-Sicherheit gehen, aber natürlich auch um die konkrete infrastrukturelle Sicherheit dieser Anlagen. Sie selbst steht hier in einer alten Kraftwerksanlage, nennen schon was von Umspanner, aber das könnten auch Aufnahmen sein von einem alten Kernkraftwerk. Das sieht gerne mal so aus. Bin ich ja mal gespannt, ob man da noch mehr erfährt. Wie ein gigantisches Netzwerk ziehen sie sich durch unser Leben, durch unser Land. Zentral ist dabei die Energie. Auf einer Reise durch Deutschland wollen wir herausfinden, wie sicher ist unsere Energieversorgung und wie gut sind wir darauf vorbereitet, falls sie mal nicht funktioniert. Wie sehr wir von Energie abhängen, erlebe auch ich jeden Tag. Und seit einiger Zeit deutlich bewusster als früher. So dürfte es aktuell vielen von uns gehen. Ein Sabotageakt im September 2022 hat uns wachgerüttelt. Die Angriffe auf die beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Die Ermittler vermuten, dass staatliche Akteure dahinter stecken. Ja, das ist schon mal eine auch super spannende These. Nord Stream 1 und 2 als Unterseeleitungen, die russisches Erdgas an Polen vorbei, über die Ostsee, praktisch unter dem Wasser oder der Wasseroberfläche, also im Meer leiten. Unterwasserpipelines haben oder überhaupt Unterwasserleitungen, es gibt auch Stromleitungen, Internetleitungen, sind natürlich so ein interessantes Thema, weil es ist halt unter Wasser. Ne? Also alles, was schon mal unterirdisch wäre, ist schon kompliziert, weil wir es wieder ausbuddeln müssten, um zu warten, um zu gucken. Aber unter Wasser ist natürlich mit einem ständigen hohen Druck durch die Wassermengen einerseits versehen, plus Erstickungsgefahr, wenn man nicht ordentlich ausgestattet ist. Das heißt, wie lange kann man da unten Wartungsvorhaben, Reparaturmaßnahmen durchführen? Dunkelheit, wenn etwas unter der Erde ist, kann man es einfach ausbuddeln und dann angucken. Ja, unter Wasser ist deutlich, deutlich schwieriger. Also vielleicht so die mitunter größte Einheit des Kritischseins, ne, wenn es um solche Infrastruktur geht. Jetzt ist tatsächlich da die Frage gestellt, ob das
durch staatliche Akteure im Rahmen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gelaufen ist, diese Sabotage, oder ob das eben durch irgendwelche anderen Wege kam. Nord Stream als solches ist halt ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ziemlich sicher Lobbyinteressen dafür gesorgt haben, dass es überhaupt erst in dieser Form gebaut wurde. Ja, weil Nord Stream 2 brauchten wir ganz streng genommen zu keinem Zeitpunkt, weil auch absolut die bereits bestehenden Pipeline-Infrastrukturen gereicht haben, um zum Beispiel Deutschland oder Restkontinentaleuropa mit Gas zu versorgen. Wir haben einige Pipelines, die einfach quer durch Polen zum Beispiel gehen, durch die Ukraine natürlich dann auch. Das ist im Rahmen so eines Kriegsgeschehens also schwierig. Und ja, wer hat dann am Ende Interesse daran, diese Pipeline in die Luft zu jagen und damit außer Schach zu setzen? Das ist wirklich interessant und wir werden hoffentlich irgendwann mal sehen, dass es da Erkenntnisse gibt, die wirklich, denen man auch glauben kann. Aber aktuell ist es auf jeden Fall schon mal klar, dass wir auch ohne Nord Stream 2 eine äußerst stabile Gasversorgung für Deutschland auch hinbekommen haben, überhaupt ohne russisches Gas oder mit jetzt immer weniger russischem Gas, indem wir zum Beispiel jetzt diese Flüssiggasimporteure rangeholt haben, auch wenn das keine dauerhafte Lösung sein kann. Können wir sowas in Zukunft verhindern? Wie soll man tausende Kilometer Rohre im Meer überwachen? Statt von Russland aus fließt das Gas jetzt hauptsächlich aus Norwegen zu uns. Nicht auszudenken, wenn auch hier was passieren würde. Das Datenzentrum für Fernerkundung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Das haben die doch jetzt mit Absicht so gemacht. Das war doch jetzt abgesprochen, dass für die Kameras sich die Anlage so gedreht hat, damit man dann Earth Observation Center lesen kann. Das ist ja witzig. Hier forschen Holger Maas und Eckbert Schwarz daran, wie Satelliten helfen können, Unterseeinfrastrukturen zu schützen. Wichtig dabei, Schnelligkeit. Ein besonderer Fokus in der maritimen Sicherheit sind nahe Echtzeitanwendungen. Das heißt, wir wollen direkt nach dem Überflug des Satelliten eben die Daten nutzen. Im September 2022, unmittelbar nach den Sabotageakten in der Ostsee, haben Satelliten Bilder von der Meeresoberfläche an den Pipeline-Lecks gemacht. Das sind aber Momentaufnahmen. Und Satelliten können nicht auf den Meeresboden schauen. Für ein umfassendes Lagebild sind diese Daten also nicht geeignet. Man müsste durch Zusatzinformationen mögliche Konstellationen herleiten. Und das ist eben doch sehr aufwendig. Insofern ein vorhersagendes Monitoring ist da wirklich schwierig. Naja, das überrascht doch jetzt aber nicht, dass man mit Satelliten im Weltall oder in der Atmosphäre über uns, in was auch immer für einer Ebene, jetzt ja nicht die Geschehnisse von unter Wasser wirklich untersucht werden können. Es wäre natürlich interessant, ob man da irgendjemanden findet, der da zufällig aus einem kleinen U-Bötchen wieder gestiegen ist. Wenn da ein staatlicher Akteur Sabotageakte durchgeführt haben sollte, wird das sicherlich auch auf einem Geheimhaltungslevel gelaufen sein, dass man da irgendwie sicher abgetaucht ist und weiter entfernt wieder unauffällig zurückkam. Aber ich will mich da auch gar nicht in so Verschwörungstheorien weiter reinbewegen. Es ist halt grundsätzlich wichtig, dass wir unsere kritische Infrastruktur ordentlich beobachten können und ordentlich monitoren können. Und da gehören unter anderem natürlich solche Kamera- oder kameraähnlichen Anwendungen dazu, ne? Egal von welcher Höhe. Aber vor allem natürlich auch weitere Sensorik, die zum Beispiel Beschaffenheit des Durchflusses im Fall von solchen Leitungen monitoren kann, an immer wieder kehrenden Stellen dann eben sieht, hey, hier ist der Durchfluss gerade schwächer geworden oder hier gibt es gerade Anzeichen dafür, dass ein Riss sich vielleicht bilden könnte. Einfach so Mustererkennungen, die darauf hinweisen, hier wird demnächst was kaputt gehen anhand von Erfahrungsbildern aus der Vergangenheit, um dann eben ja rechtzeitig vielleicht eine Wartungseinheit hinschicken zu können. Naja, aber das ist alles unter dem Oberbegriff der Predictive Maintenance sicherlich eines der Themen der Zukunft, aber heute eben noch weitgehend nicht weit verbreitet. Was möglich ist, eine Überwachung des Schiffsverkehrs. Dafür werten die Forscher Satellitenbilder aus und vergleichen sie mit den Identifikationssignalen von Schiffen. Wenn ein Schiff sich zum Beispiel in der Nähe von Gaspipelines befindet, aber keine Signale sendet, dann ist das auffällig. Wir haben Schiffsbewegungen, sie sind bekannt. Das folgt einem bestimmten Muster. Wenn jetzt eben
um bestimmte Infrastrukturen dann Schiffsbewegungen dort drüber identifiziert werden, die eigentlich gar nicht in Zusammenhang mit Maintenance-Aufgaben oder ich sag mal Infrastrukturmaßnahmen stehen, dann ist sowas natürlich auffällig und stellt in einer gewissen Weise eine Anomalie dar, die man natürlich dann auch verfolgt. Die Daten des DLR gehen an die Europäische Agentur für Sicherheit des Seeverkehrs in Lissabon. Die wertet sie dann aus. Es geht gerade überraschend lang über den Seeverkehr. Also klar, es ist Nord Stream nicht uninteressant, aber die Leitungen an Land sind, glaube ich, deutlich relevanter. Also ich hoffe mal, dass es hier bald auch inhaltlich dann weitergeht. Möglich ist die Überwachung durch Satellitendaten schon länger. Sie wurde aber bislang kaum zum Schutz kritischer Infrastrukturen eingesetzt. Das soll sich jetzt ändern. Und was heißt das jetzt für die Sicherheit der Pipelines im Meer? Rechtlich noch völlig unklar ist, wer denn eigentlich für den Schutz der Infrastrukturen in internationalen Gewässern zuständig ist. Ein Vorschlag der Bundesregierung: die NATO soll sich kümmern. Und was ist mit den Anlandestationen der Pipelines? Dort. Ja, also das hier ist jetzt, man sieht unten rechts auch Quelle, Gascade, das ist einer der Fernleitungsnetzbetreiber, die wir in Deutschland haben. Das ist sowas wie die, wie bei Strom der Übertragungsnetzbetreiber, der also für den Transport von Gasmengen zuständig ist. Aber im Fall von Gas jetzt keine bilanzierungsrelevanten Aufsichtsaufgaben übernimmt. Das wäre ja im Strombereich dann der Bilanzkoordinator, das ist im Gasbereich der Marktgebietsverantwortliche. Aber diese Fernleitungsnetzbetreiber sind unter anderem dann eben auch trotzdem dafür da, um die richtigen Gasmengen an der richtigen Stelle dann eben auch zu haben, die dorthin zu bringen, weil Gas ja auch physisch nachrutscht, sag ich mal, durch die Leitungen. Und je nachdem, unter welchem Druck hier steht. Und das hier könnte durchaus eine Kompressorstation sein, also eine Verdichterstation oder eben wieder Erweiterungsstation, bei der Gas in unterschiedliche Druckstufen verändert werden kann. Ich wohne, glaube ich, direkt neben einer Station von Gascade, also das ist wirklich nicht weit weg, die eben genauso eine Verdichterstation wäre. Das ist äußerst interessant und relevant für die auch wieder kritische Infrastruktur, weil hier sind enorme Gasmengen unter verschiedenen Gasdruckstufen unterwegs. Und naja, für einen Angriff wäre das also prinzipiell genau die richtige Stelle, weil die Entflammbarkeit natürlich gegeben ist. Dementsprechend sind aber auch sehr, sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen dort vorhanden. Wo sie an Land kommen. Sie sind mittlerweile Hochsicherheitsbereiche. Eine dieser Stationen gehört Gascade, einem der 16 Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland. Bevor das Gas verteilt wird, muss es verdichtet werden. Darum kümmert sich Wolfgang Kratzmüller in einer der Verdichterstationen. Wie wird hier vorgesorgt, dass es nicht zu einem Ausfall kommt? Wir verfolgen ein Redundanzkonzept, das darauf abzielt, dass wir mit Ersatzaggregaten unseren Transportauftrag auch zu 100% erfüllen können, wenn einzelne Anlagenteile oder Anlagen temporär nicht zur Verfügung stehen, zum Beispiel aufgrund einer Störung, eines Ereignisses oder eben auch aufgrund einer geplanten Wartung. Also wir haben ja sowieso eine Art Redundanzlogik in der Energieversorgung. Das kennen wir auch bei Stromnetzen, dass die schlussendlich so gebaut werden und verteilt werden, dass verschiedene Stränge auch mal ausfallen können, damit eben andere trotzdem die Aufgaben weitestgehend übernehmen können. Das ist natürlich bei Gas noch mal etwas komplexer, weil eben physisch abgrenzbare Gasmengen dann in einen bestimmten Bereich von Leitungen eben stecken und dann diese ja einen deutlichen Umweg, die Nachkommenden einen deutlichen Umweg machen müssten, wenn man dort eben zum Beispiel Ventile schließt, damit sie eben dann praktisch ein paar hundert Kilometer noch mal weiterfließen, um dann doch wieder beim Zielort anzukommen. Aber solche Maßnahmen sind natürlich trotzdem notwendig, um ein auch in den Worst Cases funktionierendes Versorgungssystem herbeiführen zu können. Solange wir jedenfalls auch noch extrem großen Wert auf Gaslieferungen und Gasversorgung setzen und aktuell sind immer noch die meisten oder sehr, sehr, sehr großer Anteil der
Heizungsanlagen in Deutschland nun mal auch gasbetrieben in den Häusern, in den Haushalten, wo natürlich auch sehr viel Gasanwendung in der Industrie vorhanden sind. Und daher kommen wir bis auf Weiteres auch nicht dran vorbei. Und deswegen müssen wir auch weiterhin natürlich ein großes Augenmaß auf diese kritische Infrastruktur hier legen, ein großes Augenmerk. Rund 60 Millionen Einfamilienhäuser könnte GasKite nach eigenen Angaben mit seinem Fernleitungsnetz versorgen. Dieses Netz verläuft kreuz und quer durch Deutschland. Wie gut ist das geschützt? Also wie gut das geschützt ist, also zu der Verdichterstation da in meiner Nähe, da gibt es auf jeden Fall, denke ich, gute Kontrollen. Aber die haben nochmal eine vorgelagerte Steuerungsstation. Das ist einfach nur ein Zaun drumherum und da steht was von Kameraüberwachung, aber ich habe noch keine Kameras gesehen. Also wie sicher diese Anlagen tatsächlich sind, will ich gar nicht jetzt in Frage stellen, aber ich habe zumindest schon mal die ein oder andere Anlage gesehen, die mir jetzt nicht so schien, als hätte ich dort nicht einbrechen können als Ungeübter. Unverwundbar ist es jedenfalls nicht. 2021 beschädigten Unbekannte eine Absperrstation, die es alle 15 bis 18 Kilometer gibt. Sie sind essentiell für das Fernleitungsnetz, denn dort können die Leitungen dicht gemacht werden, damit bei einem Defekt kein Gas ausströmt. Thomas Schmidt ist technischer Disponent bei GasKite und in der Kasseler Leitstelle zuständig für die Verteilung des Gases, also das Dispatching. Was machen er und sein Team im Fall von Sabotage? Sollte ein Schadensereignis eintreten, werden wir das hier im Dispatching als erstes merken und dann entsprechend reagieren. Wir haben bei uns im Haus intern ein Krisenmanagement, das wird dann einberufen. Dann werden verschiedene Maßnahmen eingeleitet. Unter anderem besteht die Möglichkeit, die Pipeline in verschiedenen Abschnitten abzusperren, um das Ausmaß möglichst gering zu halten. Und dann werden mit angrenzenden Netzbetreibern Alternativrouten gesucht, um weiterhin den Gastransport aufrechtzuerhalten. Genau, also das ist das, was ich vorhin meinte mit, naja, an der einen oder anderen Stelle die Ventile schließen, um dann die Umwege zu gehen. Gleichzeitig sind die anderen Netze dafür ausgelegt, ne, ihre normale Versorgungstätigkeit möglich zu machen. Und wenn dann eben Transporte, die über andere Wege eigentlich kommen sollten, hier auch noch durchfließen müssen, wird das an vielen Stellen für, na, nicht die Verstopfung, aber dann eben für ein komplett ausgefülltes Gasleitungsnetz sorgen an diesen Stellen. Und dann wird es theoretisch auch mal schwer, in der richtigen Zeit die richtige Menge dann immer noch an das Zielgebiet bringen zu können. Das ist tatsächlich dann so ein Nachteil an den ja auch wirklich physisch zu bewegenden Versorgungssparten wie eben Gas und Wasser und natürlich auch Wärme, wo wir eben tatsächlich nicht so wie im Stromleitungsnetz eine blitzschnelle Bewegung an die Stellen, wo eben der Verbrauch stattfindet, vorliegen haben. Und das ist eben wiederum für die Betrachtung von kritischer Infrastruktur, wir kommen zurück, mega wichtig, ne? Weil im Zweifel das Gas natürlich auch entweichen könnte aus undichten Stellen oder aus beschädigten Stellen, wenn eben nicht der Nachschub abgestellt wird. Und natürlich auch hier, wie gesagt, die Entflammbarkeit extrem hoch ist, weil genau dafür verwenden wir dieses fossile Erdgas natürlich auch. Wir wollen es über die Brennbarkeit nutzen, den Brennwert, der entsprechend hier hoch sein soll, wollen wir nutzen. Dementsprechend ist da auch eine gewisse Feuer- und auch natürlich Explosionsgefahr gegeben. Ersatzleitungen sind wichtig, keine Frage. Genauso wichtig ist die Sicherheit im IT-Bereich. Bei GasKite ist Lara Bertelsmann dafür zuständig. Sie hat die Bedrohungslage durch Cyberangriffe im Blick. Wir beobachten veränderte Lagen über einen gewissen Zeitraum schon. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich die Lage dahingehend nochmal verändert, dass wir ein vermehrtes Angriffsaufkommen feststellen können. Wir reden ungefähr von, dreifacher Menge, als wir vorher detektiert haben auf den Systemen. Aber auch in den letzten Jahren mussten wir uns immer schon anpassen. Ich habe es gerade so geschmunzelt, nicht wegen ihr oder was sie gesagt hat, sondern dass die Filmaufnahmen rund um so IT-Security-Menschen immer die gleichen sind. Sie hat erst auf irgendeiner beliebigen Webseite wahrscheinlich durch irgendwelche Blogbeiträge da gescrollt und dann war sie auf irgendeiner T-Online-Seite über Monitoring von irgendwelchen Bewegungen da im Netz. Die Frau wird wahrscheinlich ganz andere Dinge tun in der Realität. Aber
ja, Film und Fernsehen, wie sie so IT und IT-Security und Programmierer gerade oder Hacker darstellen, ist natürlich immer ein bisschen witzig. Aber was sie sagt, ist natürlich auch unglaublich interessant. Wir haben uns hier schon seit einer Weile auch mit IT-Security beschäftigt. Und das ist tatsächlich eine der größten Sorgen von eben auch vielen Häusern, die kritische Infrastruktur, also alle Netzbetreiber zum Beispiel, betreiben müssen, weil das Wissen und das Verständnis für den Betrieb von IT-Security ist natürlich ein ganz anderes als das alte elektrotechnische Verständnis von Leitungsbetrieb. Das ist ja eine andere Welt. Ne? Also Computernetze und Verbindungen und Verschlüsselung und ja, die nicht gegebene Penetrierbarkeit von Systemen, ne? Also dass man da eben nicht reinkommt nach diversen Angriffsmodellen, hat ja gar nichts damit zu tun, was das eigentliche Kerngeschäft der Netzbetreiber und Co. ist. Und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich mir einfach vorstelle, wie ich viele gerade kleinere Häuser kennenlerne, dass wir da noch vor einigen sehr, sehr kuriosen Erlebnissen stehen und die Gefahr für Ausfälle und für Angriffe absolut real ist und weiter zunehmen wird. Hybride Kriegsführung, also Cyberangriffe gepaart mit Sabotage, könnte in Zukunft verstärkt zum Problem werden. Und gerade in Bezug auf unsere Versorgung mit Gas sind wir besonders empfindlich. Allein in Deutschland heizen rund 50% aller Haushalte damit. Auch deshalb haben wir mittlerweile einen staatlich vorgeschriebenen Mindestvorrat. Er wird zum Beispiel in Kavernenspeichern gelagert. Dabei wird das Gas in bis zu 2 Kilometer Tiefe in unterirdische Hohlräume gepresst. Eine große Anlage kann eine Stadt wie Hamburg über den Winter bringen. Mit 45 dieser unterirdischen Speicher deutschlandweit sind wir gar nicht schlecht aufgestellt. Nur, dass wir viele dieser Speicher dann irgendwann mal an andere Akteure verkauft haben. Ne? Also das ist ja eines der auch kuriosen, so wie vorhin schon mal erwähnte, Lobbyismus-Geschehnisse ist, die wir in unserer Branche mitbekommen haben. Ähnlich wie Nord Stream. Also bei Nord Stream haben wir es nie gebraucht, dass wir das bauen. Es wurde trotzdem gebaut, weil vielleicht russische Interessen auch dahinter steckten, die wir irgendwie wirtschaftlich gerne haben wollten. Und viele unserer Gasspeicher wurden tatsächlich an russische Unternehmen, Gazprom, verkauft. Wo man sich fragt, warum besitzt ein russisches Staatsunternehmen Gasspeicher in Deutschland? Das macht keinen Sinn. Das ist vollkommen idiotisch und hat also wirklich überhaupt gar keine Ebene, über die wir zu einer sinnvollen Beantwortung kommen könnten. Also überhaupt gar kein Weg führt dorthin, dass man sagen könnte, deswegen macht das Sinn. Null. Das ist völlig abwegig. Und in Zweifel ging es da auch wieder nur darum, Geld schnell in die Kassen irgendwie zu kriegen, indem man da irgendwelche Anteile verkauft, die vorher öffentlich-rechtlich waren, an so ein privates Unternehmen. Und jetzt sind wir ja so weit, dass wir Gazprom im Großen und Ganzen in Deutschland ja wirklich entmachtet haben und die nicht mehr Herr ihrer bisherigen Assets sind. Aber es ist halt auch zu spät. Ne? Also der Schaden ist im Zweifel nur auch schon hier angerichtet. Und vor allem von den Profis ist natürlich, den energiewirtschaftlichen Profis ist ja natürlich ein gewisser Zweifel dann eben auch an die nachhaltige Entscheidungsfähigkeit von Politikern oder von Entscheidungsträgern angekommen. Ich selbst muss auch immer wieder mich darauf besinnen, dass diese schweren falschen Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen worden sind, wo also die heutige Regierung nicht unmittelbar schuld ist, aber eben natürlich trotzdem man irgendwie zu wenig Bewegung sieht, hier mal sinnvolle Schritte nach vorne zu gehen. Aber na gut, das ist nochmal ein Thema für sich. Normalerweise bedienen wir uns im Winter daraus. Im Sommer wird nachgefüllt. Doch wir müssen sparsam sein mit unserem Gas. Geht euch das eigentlich auch auf die Nerven, dass Dokumentationen und Reportagen immer irgendwie sich um die Person dreht, die hier da als Reporter rumrennt? Also das war doch früher nicht so. Früher ging es in den Dokus doch eher um die Personen oder die Unternehmen oder die Themen, die da berichtet werden. Und heute folgt man immer dem Journalisten, der Journalistin. Es ist, also ich weiß nicht, seit,
Seit ein paar Jahren ist es so ein ganz anderer Stil von Berichtswesen. Ich meine, natürlich scheint das mal logisch zu sein, weil man so diesen Online-Personalities auf YouTube und Co. ja auch folgen will, wenn sie irgendwie zeigen, wie ihr Alltag so ist oder wenn sie irgendwas Tolles berichten. Aber ich meine, das hier sind doch Journalisten. Ich möchte doch gerne, dass die auch mal zwischendurch was hier reden, aber ich muss doch nicht sehen, wie sie herumläuft, sondern bitte, wie sie vielleicht zum nächsten Interview geht. Der Nachschub ist nicht mehr so selbstverständlich. Nicht, wie sie hier so nachdenklich. Auch wenn alles getan wird, um die in Zeitloop langstolziert. Naja, okay. Gasversorgung sicherzustellen. Seit neuestem sogar mit LNG-Terminals für Flüssiggas. Und das ist das nächste große Thema, wo man sich so aufregen kann. Also LNG ist natürlich jetzt der Weg, den wir gerade auch gehen müssen, um irgendwie die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Wir haben nun mal noch einen großen Bedarf an Erdgas. Das ist erstmal so. Und wir müssen so schnell es geht davon wegkommen. Aber im Moment haben wir diesen Bedarf noch an Erdgas. Wir wollen das nicht mehr aus Russland. Wir können nicht genug aus Norwegen bekommen. Also müssen wir über den Seeweg Flüssiggas importieren. Und wenn man sich dann so vorstellt, ja gut, da müssen wir schon eine Menge Flüssiggas importieren, ist in Ordnung. Und plötzlich werden da aber knapp 10 LNG-Terminals projektiert, wo man dann aus allen Richtungen, die sich mit Berechnungen da beschäftigen, hört, das ist deutlich mehr, als wir brauchen. Dann frage ich mich halt auch, ne, warum machen wir das denn dann aber? Gerade wenn Erdgas am Ende des Tages trotzdem nur die Übergangslösung ist für ein komplett erneuerbares System. Warum bauen wir jetzt für teuer Geld unglaublich viele LNG-Terminals, also deutlich mehr, als wir augenscheinlich bräuchten. Natürlich sind ein paar von denen so schwimmende Anlagen, die dann auch wieder wegfahren könnten, wieder verkauft an den nächsten, aber einige werden ja auch fest verbaut. Und trotzdem, das sind Infrastrukturkosten, die wir wahrscheinlich gar nicht bräuchten, so wie es die schlauen Menschen sagen, die sich damit tatsächlich auch beruflich beschäftigen und das ausrechnen. Naja, also ich weiß nicht, hier wird immer wieder gefühlt auch Steuergeld verbrannt, für Tätigkeiten, die wieder irgendwie keinen so klaren Sinn hinter sich haben. Ich weiß auch nicht. Aber schauen wir uns das mal noch weiter an hier. Stromleitung. Gas ist ein wichtiger Teil unserer Energieversorgung. Aber wie ist es mit dem Strom? Ja. Aktuell wird viel über Blackouts diskutiert. Und wird eigentlich überhaupt nicht, es wird überhaupt nicht über Blackouts diskutiert, nur Leute, die sich überhaupt nicht damit beschäftigen, die diskutieren dann plötzlich über Blackouts. Die Branche sagt einhellig, es kommt zu keinem Blackout. Wir haben gar keine Mangelproduktion an Strom in Deutschland. Wir haben im gesamteuropäischen System an manchen Stellen vermutlich Mangellagen, aber wir haben insgesamt überhaupt gar kein Problem in der Stromproduktion. Überhaupt nicht. Wir haben Probleme in der Stromverteilung, muss man natürlich schon sagen. Ja, also die Stromautobahn, von der immer gesprochen wurde, die fehlt natürlich. Und die Frage ist, ob man die wirklich will oder ob eher dezentrale Erzeugung das der Zielhorizont sein sollte, auf den man hinsegelt. Aber wir haben auch trotz Gasmangellage, wovon ja Gaskraftwerke auch betroffen sind, wir haben überhaupt gar keine Gefahr, dass zwischen 2022 und 2023 ein Blackout geschieht. Und wir haben auch zwischen 2023 und 2024 keine Gefahr, dass ein Blackout geschieht. Und wenn wir halbwegs endlich mal loslegen würden, erneuerbare Energieanlagen in der Menge zu bauen, wie wir sie bräuchten, und auch Speicher zu bauen in der Menge, wie wir sie bräuchten, haben wir nie die Gefahr eines Blackouts. Also es ist völliger Blödsinn, dass immer herbeigeredet wurde, dass wir vom Blackout stehen könnten oder Blackout-Gefahr. Überhaupt nicht. Stimmt einfach nicht. Ist nicht so. Niemand, der Netze betreibt, hat jemals gesagt, es könnte eine Gefahr geben von Blackouts. Ist nicht so. Unsere Stromversorgung also gefährdet? Nein. Nein. Stromausfälle sind auch in Deutschland nichts Ungewöhnliches. Knapp 167.000 gab es laut Bundesnetzagentur allein im Jahr 2021. Wo man mal ganz schnell sagen muss, damit sind ein paar Minuten gemeint. Das ist kein Blackout, das ist eine Abschaltung aufgrund von meistens technischen Schäden durch irgendwelche Baumaßnahmen. Der Regelfall, der Hauptgrund für Stromausfälle ist, weil irgendwo ein Bagger durch eine Leitung durchgebaggert hat. Und das muss man einfach mal bedenken. Oder dass halt irgendwo wirklich veraltete
Verteilungsstrukturen einfach mal durchgebrannt sind oder wirklich eine Sicherung geflogen ist an der Verteilerstation und dass da halt mal jemand nochmal was an den maroden Leitungen machen musste. Aber es ist eben nicht so, dass wir irgendwo eine Mangelproduktion hätten, einen echten Strommangel hätten, sondern eher die Leitungen, die marode sind. Stromausfälle sind keine Seltenheit, das ist ja unfassbar. Die waren allerdings jeweils nur kurz. Mhm. Zurzeit fürchten ja viele den großen Blackout. Panikmache oder berechtigter Grund zur Sorge? Sicher ist, hier wird einiges regelmäßig durcheinander geworfen. Und ja, auch Panik gemacht. Was könnte unsere Stromversorgung tatsächlich lahmlegen? Laut Forschenden sind neben Naturgefahren drei Szenarien denkbar. Ein Sabotageakt, genau. Überlastung des Stromnetzes durch zu hohe Nachfrage und ein Cyberangriff. Das ist interessant. Also ich sehe das erstes als den Hauptgrund für den potenziellen Zusammenbruch. Terroristische Sabotageakte, die gleichzeitig an mehreren zentralen Stellen, also Umspannwerken, Kraftwerken, zentralen Leitungen große Schäden anrichten, ne, gleichzeitig. Dann gibt es die Gefahr eines, ich sag mal, Kaskadeneffekts, dass also das Stromnetz tatsächlich komplett zusammenbricht. Das hat dann aber eben nichts mit fehlender Versorgungssicherheit zu tun, sondern mit terroristischer Zerstörung. Sabotage, wie sie es hier nennen. Das Zweite, die zu hohe Nachfrage, sehe ich nicht als realistischen Grund, weil wir eine zu hohe Nachfrage im Regelfall prognostizieren, ne, weil wir eine Nachfrage grundsätzlich prognostizieren und möglichst zielgerecht produzieren. Und wenn die Nachfrage höher ist als erwartet, dann werden Regelenergieanlagen, die produzieren, dazugeschaltet. Wenn die Nachfrage geringer ist als erwartet, werden Regelenergieanlagen, die verbrauchen, zugeschaltet oder Erzeugende werden abgeschaltet. Also das ist jetzt hier alles kein absolutes Wunderwerk, es ist nur sehr, sehr aufwendig, weil wir bisher auch nur sehr schlechte Datengrundlagen haben. Das Dritte, die IT-Security, ist dann schon wieder so ein Thema, wie vorhin erwähnt, es ist irgendwie immer noch Hashtag Neuland und viele Häuser sind auch meiner Erfahrung nach zu klein, um sich bisher wirklich damit mal so richtig beschäftigt zu haben und werden bei der nächstbesten Gelegenheit auch einfach mal von bösen Hackern übernommen. Aber da muss man auch immer sagen, die öffentlich verfügbaren Teile des Netzes von zum Beispiel einem Stadtwerk sind im Regelfall nicht die gleichen oder sind nicht direkt verbunden mit der Netzsteuerung, na, mit der Ortsnetzstation und Co. Da gibt es im Regelfall getrennte Netze, getrennte IT-Netze. Na, das muss man natürlich auch nochmal sagen. Von daher ist auch da die Gefahr relativ. Gehen wir denen doch nacheinander mal auf den Grund und beginnen mit dem Szenario Nummer 1, dem Sabotageakt. Mhm. Dafür muss ich wissen, wo unser Stromnetz verwundbar ist. Fangen wir mit den Höchstspannungsleitungen an. Mhm. Sie transportieren den Strom mit einer Spannung von bis zu 380.000 Volt. Und zwar nicht grenzüberschreitend mehr. In ganz Europa. Transnet BW ist einer von 4 deutschen Übertragungsnetzbetreibern. Wir kümmern uns um das Stromnetz auf der Höchstspannungsebene. Höchstspannungsebene, wenn man da eine Analogie sucht, dann bietet sich immer das Verkehrsnetz an. Also wir bauen quasi die Stromautobahnen durch Deutschland. Ich habe schon mehrfach in diesem Video Stromautobahn gesagt. Das, hätte ich das gewusst, dass er da auch nochmal drauf anspricht. Mega witzig. Ja, man kann es vielleicht ein bisschen damit vergleichen, dass wir in dieser Höchstspannung so viel Strom möglichst schnell leiten wollen, dass es so vergleichbar ist mit der deutschen Autobahn, wo es ja auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung an vielen Stellen gibt und möglichst viele auch nebeneinander fahren können, während dann die niederen Spannungsebenen eher in die Verteilung übergehen, ne, so wie dann eben auch irgendwann die Ortsstraße, ne, mit gerade mal 50 km/h genutzt werden darf. Das wäre so vielleicht das Niederspannungsnetz. Ja, kann man denn etwas so vergleichen? Transnet BW ist nun also der ÖNB-Übertragungsnetzbetreiber im Südwesten, in Baden-Württemberg, der kleinste von allen, weil eben nur dieses eine Bundesland versorgt oder mit Netzen betreibt. Auch nicht uninteressant. Zu denen haben wir dann auch kürzlich erst ein Video bei uns veröffentlicht, weil die jetzt so eine tolle App haben, Strom gedacht. Und es da irgendwie sehr eigenartige Kontroversen drum gab, ob
die aufgerufen haben, dass hier demnächst ein Blackout kommt und tatsächlich, sie haben es nicht. Es wurde nur von einigen, vielleicht auch mutwillig, falsch verstanden, dass sie darauf sich bezogen haben, dass sie einen hohen Redispatch-Bedarf haben. Also gerade sehr viele Anlagen hochgefahren werden müssen, um das verstopfte Netz vom Norden praktisch irgendwie zu lösen, weil die riesige Windproduktion von der Nordsee praktisch nicht in Baden-Württemberg ankam, ne, weil einfach die Leitungen in Mitteldeutschland fehlten. Und deswegen hier aus der Schweiz zum Beispiel auch Produktion bestellt werden musste, also Strom bestellt werden musste, um Baden-Württemberg ordentlich zu versorgen. Aber das ist am Ende des Tages eben auch der Fehler, dass dort zu wenig dezentrale Erzeugungsanlagen stehen und natürlich auch das Leitungsnetz als solches unterdimensioniert ist. Tja. Deutschland als einer von vier. Stromautobahn. Je höher die Spannung, desto sicherer das Netz. Wie aber wird das gewährleistet? Durch das N-1-Prinzip. Der Leiter der Systemführung, Markus Fürst, erklärt es so. Wir betreiben das Stromnetz N-1 sicher. Das bedeutet, dass ein Ausfall einer Leitung, eines Transformators oder eines Kraftwerks nie zu einer Folgeüberlastung oder zu einem Stromausfall führt. Genau, also das N-1-Prinzip ist ganz, ganz entscheidend wichtig für die Versorgungssicherheit. Ne? Wie er sagt, es gibt immer mindestens eine Fallback-Lösung. Aber warum dann ausgerechnet das Höchstspannungsnetz das sicherste sein soll, also je höher die Spannung, desto sicherer, liegt es ja natürlich nur daran, dass der Übertragungsnetzbetreiber ganz anderes Monitoring und ganz andere Anlagen bereithält. Aber das würde ja so rum implizieren, dass wenn im Verteilnetz was ausfällt, dass dann alles schlimm ist. Ist ja im Regelfall auch nicht so, weil es da erst recht redundante Leitungen gibt, im Zweifel übers Nachbardorf. Von daher finde ich die Aussage ein bisschen komisch. Es ist eher so, dass wir in der Höchstspannung natürlich deutlich mehr Monitoring und auch Eingriffsmöglichkeiten haben als im kleinen Dorfnetz. Fällt also ein Strommast aus, übernimmt eine Ersatzleitung. Mehr als 35.000 Kilometer Höchstspannungsleitungen gibt es in Deutschland. Alle zu überwachen? Wie soll das gehen? Die Masten werden nicht Video überwachen. Es gibt auch keine Sicherungstrupps. Wenn ein Stromkreis ausfällt, ein Element, dann ist das über unser Netzsicherheitskriterium abgedeckt. Das merkt der Stromverbraucher nicht. Erst? Das ist keine gute Erklärung gewesen. Es gibt Sensorik in den Netzen. Und also an vielen verschiedenen Stellen. Das wird in Zukunft auch noch deutlich mehr sein. Und wenn halt an der einen oder anderen Stelle ein Bauteil Schaden genommen hat, dann ist das entweder charakteristisch zu erkennen an den Stromflüssen oder na eben auf eine andere Art und Weise durch das Monitoring, durch die Sensorik zu sehen, hey, hier geht gerade die Spannung runter oder hier fällt gerade irgendwie der Transport komplett aus. Und ja, immer einfach ausgedrückt wird dann auf der Karte beim Übertragungsnetzbetreiber an einer Stelle was rot aufleuchten und dann kann man da reagieren. So in etwa kann man sich das vorstellen. Und wie gesagt, dann ist immer noch gibt es immer noch Ausfallleitungen, die dann genutzt werden können als Umweg. Aber tatsächlich ist es schlussendlich so, dass ja einfach durch Sensorik an vielen, vielen Stellen erkannt werden kann, dass es da meinetwegen ein Problem gibt, einen Ausfall gibt oder eine Schwäche gibt und dann kann man da auch reagieren. Aber nein, es gibt keine Kameraüberwachung an der Leitung, das bringt doch überhaupt nichts. Wenn mehrere Strommasten aus unterschiedlichen Stromkreisen gleichzeitig ausfallen, haben wir regional keinen Strom mehr zu Hause. Das ist erstmal beruhigend. Strommasten sind also nicht der wundeste Punkt in unserem Stromnetz. Nö. Aber wie sieht es mit Umspannwerken aus? Sie sind so etwas wie Verkehrsknotenpunkte. Hier wird die Spannung gedrosselt. Für unseren Haushaltsstrom. Von Umspannwerken kommt der Strom dann quasi auf innerörtlichen Straßen zu uns in die Steckdosen. Umspannwerke sind also... Witzig, das Bild habe ich ja auch verwendet, ne? Also dass es dann plötzlich die Dorfstraße wird. Also Umspannwerke sind natürlich schon so ein Thema. Immer dann, wenn man von größeren Stromausfällen mal hört, dann wird kurz danach dann erklärt, hey, hier gab es einen Fehler im Umspannwerk, da gab es einen Schaden im Umspannwerk. Also das ist schon die Stelle, an der dann ganze niedrig gespanntere Leitungen plötzlich ohne Strom dastehen, ne? Weil im Umspannwerk praktisch die Quelle versiegt. Und sobald das wieder instand gesetzt ist, kann man wieder loslegen, dann läuft auch der Strom wieder weiter. Also das ist so im Großen und Ganzen schon die zentrale Stelle, an der großflächig ein Problem in der Versorgung auftreten kann. Entscheidende Bindeglieder. Hier ein Sabotageakt hätte in jedem Fall lokale, wenn nicht sogar regionale Folgen.
Was kann mir Daniel Lichte dazu sagen? Experte für den Schutz terrestrischer Infrastrukturen. Wie sind denn Umspannwerke geschützt? Da wird einiges getan. Also man hat beispielsweise sehr darauf geachtet, dass man den Zugang erschwert. Also man hat schon mal bessere Zäune gebaut, hat da auch beispielsweise Stacheldraht drauf gemacht, um eben den einfachen Überstieg zu verhindern. Gleichzeitig hat man Videoüberwachung installiert und zusätzlich hat man in der letzten Zeit... Also okay, der Zaun macht es ein schwerer reinzuklettern, aber nicht unmöglich. Die Videokamera, naja... Wenn ich auf dem Weg bin zum Sabotieren, hält mich die Videokamera nicht auf. Ne? Die springt nicht zwischen mich und das Umspannwerk. Das ist halt Abschreckung für die, die es nicht ernst meinen. Und es ist sicherlich eine Möglichkeit, den Schuldigen zu finden, für den, der es ernst meint. Aber der Schaden ist dann trotzdem angerichtet. Ne? Hat auch diverse Umspannstationen gegen Beschuss gesichert, zumindest die Transformatoren. Das heißt, da hat man letztlich Stahlplatten außenrum gebaut. Der Schutz von Umspannwerken ist verbessert worden. Gut zu hören. Ein Blackout durch physische Sabotage ist also offenbar schwer zu bewirken. Also wie gesagt, für jemanden, der es ernst meint, ist das natürlich überhaupt nicht schwer zu bewirken. Wenn sich jemand eine richtige militärische Handgranate geholt hat oder irgendwelchen Sprengstoff, dann geht er trotzdem über den Zaun oder durch den Zaun durch. Und geht da an die Stellen und wenn das für gegen Beschuss geschützt ist, ist das schon mal gut, aber eben im Zweifel nicht gegen Explosion direkt von nebenan. Ganz schweigen davon, dass man natürlich auch einfach nur direkt an den Stellen, wo die Leitungen verbunden sind, den Schaden erstmal anrichten müsste, um hier schon mal zentral Probleme hervorzurufen. Und wie man ja dann auch mitbekommen hat, haben die diversen Verschwörer aus so der Reichsbürger-Szene ja auch tatsächlich Angriffe auf Umspannwerke in ihren Planungen. Das ist sicherlich die Stelle, an der am schnellsten sehr viel Schaden angerichtet werden könnte. Szenario Nummer 2 für einen Stromausfall. Die Netzüberlastung. Also wenn mehr Strom gebraucht wird, als da ist. Erzeugung und Bedarf müssen beim Strom nämlich immer im Einklang sein. Gerät das aus dem Gleichgewicht, droht die Netzüberlastung. In der Leitstelle von Transnet BW arbeiten Markus Fürst und seine Kollegen täglich daran, dass es nicht zu einer Netzüberlastung und somit zu einem Stromausfall kommt. Dennoch... Es ist möglich. Es gibt eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund wäre ein Strommangel. Der andere Fall wäre ein Netzengpass. Schauen wir uns das mal genauer an. Man lässt den Mann noch überhaupt gar nichts großartig erklären. Ne? Das erste wäre Strommangel, passiert tendenziell selten, weil wir Kraftwerksproduktion ja ausrichten auf die prognostizierten Verbrauchsmeldungen. Und der Netzengpass, das ist eben das, was wir regelmäßig haben, eben weil die Netzinfrastruktur bei weitem nicht so ausgebaut ist, wie wir sie schon bräuchten. Und das ist dann eben der Grund, weswegen wir Redispatch 2.0 zum Beispiel anwenden oder eben auch Regelenergieanlagen dann in letzter Konsequenz hoch und runter gefahren werden. Ich glaube, man könnte diese Experten immer mal noch einen Satz mehr dazu sagen lassen. Man hat den ja auch mitten in dem Satz gerade abgeschnitten. Das ist ein bisschen schwierig. Strommangel bedeutet, dass nicht genug Energie produziert wird. Und dann ein Windrad zu zeigen, ist auch so asozial. Also, oh ja, Dunkelflaute und oh, da ist ja auch gerade eine dunkle Wolke drüber. Wenn man sich Zahlen anguckt über Produktion von erneuerbaren Anlagen, dann haben wir äußerst, äußerst, äußerst selten diese oft beschworene Dunkelflaute. Und wenn, dann, naja, funktioniert das System der 100% erneuerbaren Energien ja sowieso auch nur so, dass wir während der nicht gegebenen Dunkelflaute, also meistens im Jahr, eine absolute Überproduktion bewerkstelligen und das eben dann auch wegspeichern für diese Momente. Offensichtlich. Bei einem Netzengpass hingegen wird zwar genug Strom produziert, er kann aber nicht dahin transportiert werden, wo er gebraucht wird. Mhm. Beide Fälle können zu Stromausfällen führen, sogenannten Brownouts. Ein Brownout, kein Blackout. Was genau bedeutet das? Unter einem Brownout versteht man eine gezielte Lastabschaltung, zeitlich begrenzt, um das Stromnetz zu sichern, sodass es zu keinen Folgeauslösungen oder zu keinem Blackout kommt. Wir verstehen unter einem Blackout einen unkontrollierten, langanhaltenden und großräumigen Stromausfall, der als solcher sehr unwahrscheinlich ist. Immerhin hat man Ihnen das mal sagen lassen. Ja, also der Brownout, wie gesagt, wäre die letzte Lösung, wenn man sagt, wir haben gerade keine Alternative, als hier einen Teil von einem Landkreis zum Beispiel vom Strom kurz abzukoppeln
um eine Entlastung herbeizuführen, sodass das gesamte Netz nicht zusammenbricht, sondern eben nur dieser Teil, der jetzt hier aktiv abgekoppelt wird. Und der kann dann eben auch schnellstens wieder angekoppelt werden und dann geht auch alles wieder. Also der Brownout ist gezielt aus eigenem Willen der Netzbetreiber heraus ausgelöst, um das Gesamtsystem zu schützen. Während der Blackout also wirklich die Katastrophe ist. Diese Katastrophe Blackout wird tendenziell nicht passieren, das ist schon klar. Ein Brownout wäre so die letzte Methode, um aktiv zu schützen und ist deswegen auch nur die letzte Hürde. Wenn wir tatsächlich bis dorthin kommen, dann ist schon sehr viel schiefgegangen und das passiert zum Glück eher nicht in Deutschland. Ich komme jetzt gerade ins Dilemma, dass ich schon eine Dreiviertelstunde aufgezeichnet habe, aber wir erst bei einer Viertelstunde des Videos sind. Das heißt, wahrscheinlich werden wir doch drei Einzelteile machen. Ich lasse es mal noch ein, zwei Minütchen laufen. Nicht jeder Stromausfall basiert also auf einem Kontrollverlust. Oft ist ein kurzer Stromausfall einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme. Quasi. Oft. Also das ist auch wieder wirklich missverständlich ausformuliert. Die meisten Stromausfälle sind, also die wir wirklich haben, sind Zufälle durch Fehler von anderen. Das sind trotzdem nicht die Brownouts. Der Brownout ist die letzte Hürde. Also ich bin auch nicht ganz zufrieden damit, wie die das hier zusammenfasst, weil das doch gewissermaßen missverständlich ist. Der allerletzte Schritt, um unser Stromnetz vor dem Kollaps zu schützen. Eben. Als wären wir ständig vom Kollaps. Übrigens, Brownouts hat es in Deutschland schon gegeben, aber sie sind sehr selten. Ach was. Trotzdem ist dieses Szenario wahrscheinlicher als ein Blackout. Ich glaube, die Stelle ist jetzt richtig, um kurz abzubrechen, weil sonst rege ich mich nur noch mehr auf und dann kommen wir auch nicht mehr weiter voran. Also, wir haben jetzt die erste Viertelstunde dieser Reportage rund um das Energieversorgungssicherheitssystem uns angeschaut. Der Rest kommt in weiteren Videos. Ich denke mal, das werden also drei Videos insgesamt werden. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Ideen oder auch Kommentare zu dem Inhalt dieser Doku habt oder zu dem, was ich so sage, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.